Wir reden jetzt in dieser Folge mit dem Aufseher gleich, sobald wir das hier eingesammelt haben. Einfach weil es da rumlag. So viel Arbeit. Ja, so viel Arbeit, da sagst du was. Ich habe die meiste Köttel im Boot. Ihr wisst schon. Was ist denn jetzt los? Geralt von Riva, Hexer, Weißer Wolf nennen sie dich. Du wirst der Verletzung religiöser Gefühle beschuldigt. Wir haben den Befehl, dich zu einer Befragung mitzunehmen. Gib uns deine Waffen. Was? Wie Verletzung religiöse Gefühle? Nein, ich gebe euch meine Waffen nicht. Nur über meine Leiche. Ich hab dir gesagt, dass er sich nicht täuschen lässt. Auf dich warten Prügel. Das macht die Herausforderung größer. Was? Erinnerst du dich an den Prediger, der von Hexen und Hexern gesprochen hat? Ein Mann, den du vor Gott beleidigt hast? Er hat uns gebeten, dir ein Sakrament zu erteilen. Ja, das Sterbesakrament. Komm schon, komm näher. Hör. Anständigen Leuten Angst zu machen. Hä, ich hab gar nichts gemacht. Die haben angefangen. Und das nur wegen diesem Kackpriester, den wir da so... Wir haben den gar nicht beleidigt, sondern wir haben nur gesagt, hier, und wie viel hast du gerettet, so? Warum musste sich dieser Magier ausgerechnet in meiner Gasse in die Luft jagen? Ich hatte gerade erst die Wäsche auf. Ich traue hier keinem mehr. Was ist denn mit denen falsch? Was ist denn da los? Ich war mal so saublau. Ja. Willkommen. Was darf ich dem ehrenwerten Herrn bringen? Vielleicht neue Schnabelschuhe? Ich habe kein echtes Paar, aber die Größe kommt hin. Ach Gottchen. Gut, zeig mir, was du hast. Guter Mann, was habe ich nicht? Und für jeden etwas. Wer sucht, der findet. Auch noch günstig. Ah ja. Du hast leider überhaupt nichts, was mich interessiert, muss ich gestehen. Mm-mm. Kann ich schon wieder Quinn spielen, oder? Wenn wir auch noch Karten spielen. Tut mir leid, ja, aber wir spielen in jeder Folge irgendwie Quinn. Ich weiß auch nicht warum. Aber der Geralt spielt halt auch gern, ne? Das darf man nicht vergessen. Mhm. Oh ja, ein Spion, sehr schön. Gut, dann würde ich den Frost mal raushauen. Und wir haben noch einen Spion. Geil. Nehmen wir. Es gehört halt irgendwie dazu, in meinen Augen gehört Quinn so ein bisschen dazu. Deswegen, ja. Arschloch. Ja, und jetzt? Ich kann Annebel legen und... Weißt du, was ich erlegen kann? Schönes Wetter. Huch, da hat jemand ja sehr laut gehupt. Hä? Was ist denn mit dem? Mach mal, Junge.
Der schmeißt seine ganzen Karten raus. Was ist mit dem falsch? Also entweder der hat zwar Bombenkarten auf der Hand, oder der ist ein bisschen dumm. Okay. Er hat nur noch eine Karte. Und passt. Ja gut, dann lege ich jetzt meine aber trotzdem noch. Und von wo es geht. Mal so. So. Und so. Dann klatscht man noch schönes Wetter hinterher. Ja, das war eine schnelle Runde, das ging. So, Dankeschön. Die Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt. Spitzeln wird mit Zeit den Toten einer Frau vertraut. Ich war klar. Meine rechte Hand für sie zu geben. Klar. Was ist passiert? So, sprich mit dem Aufseher. Ich speichere mal ganz kurz zwischen. Wir mögen keine Leute, die hier rumstreuen. Ach nein? Gibt es hier eine Bestie, die jemand loswerden möchte? Ich bin wegen der Nachricht hier. Aufseher Lund hat sie aufgehängt. Ja, die Bestie treibt sich in den Vororten rum, ermordet die Leute. Sie haben Angst, abends rauszugehen. Er hat interessante Topfdeckel da, links und rechts. Ich würde gerne mit dem Aufseher sprechen. Zu schade, dass er keine Bittsteller ist. Hä, was... Was macht er denn genau? Er verteilt im Namen des Stadtrats Hilfsgüter, Mehl und Grütze für die Armen. Natürlich macht er das nicht selbst. Dafür hat er seine Männer. Er selbst, Beaufsichtigt? Genau. Ich möchte dieses Monster zur Strecke bringen. Dann solltest du dich beeilen. Ein anderer Kerl ist schon hinter ihm her. Wer hat den Auftrag angenommen? Ich habe den Mann nicht gesehen. Hab nur gehört, dass irgendein mutiger Trottel aufgetaucht ist. Gibt es irgendwelche Augenzeugen von diesen Angriffen? Nein, nur Leichen. Die Bestie erscheint nur nachts und wählt Opfer aus, die alleine sind. Wann wurde das letzte Opfer gefunden? Erst letzte Nacht. Hubert, ein Bettler, aber anständig. Ich habe ihn ab und zu im Schuppen übernachten lassen. Dort drüben rechts. Eustachius hat die Leiche noch nicht abgeholt. Sie liegt noch dort, wo ich sie gefunden habe. Okay, alles klar. Danke. Bis dann. Dann schauen wir uns doch das Ganze mal an. Blut, aber kein menschliches. Das Monster wurde verwundet. Das sind nicht die Spuren eines Garkins oder Flatterers. Nicht? Gut, dass du das weißt. Alles Blut wurde ausgesaugt. Ein niederer Vampir? Ach nö. Wollen wir die Wasserflasche mitnehmen, ne, Geralt? Der braucht es ja nicht mehr, der ist ja jetzt tot. So ist ja gar, glaube ich, gar nicht sein. Finde mit Hilfe deiner Hexersinne das Monster. Das gefällt mir gar nicht. Denn das ist ein bisschen gruselig. Alles Gute. Danke. Wo ist denn der lange latscht? Was geht hier vor? Ich suche Monster. Und du so? Die Spuren enden hier. Ich muss auf der anderen Seite nach Spuren suchen.
Los, Geralt. Kriegst du da nasse Hosen? Ach Mensch. Zum Glück holt sich Geralt nicht so schnell eine Blasenentzündung. Hier, geht's weiter. Der Ekima ist hier aus dem Wasser gekommen. Ich muss nach weiteren Spuren suchen. Was ist denn ein Ekima? Geralt, warte mal. Ein Ekima. Linien. Na. Ekimen. Wirksam Vampiröl und Igni. Der ist ja eklig. Toll. Wir haben kein Vampiröl, oder? Sehr wahrscheinlich nicht. Geister. Mikrofagen. Verfluchten. Bestien. Hybriden. Doch, wir haben Vampiröl. Das ist ja ein Traum hier. Klatsch. Guck mal. Toll. Okay. Finde das Versteck. Ach so, oben. Vorsicht, sie ist stark. Ja, ich weiß. Aber ich hab Öl. Ha. Wer bist du? Ach, du bist ein Hexer. Gut. Hallo, Lambert. Verdammt. Wie gut dich zu sehen, Wolf. Bist du zum Jagen in Novigrad? Du mochtest die Stadt doch noch nie, wenn ich mich recht entsinne. Das stimmt. Ich habe hier etwas zu erledigen. Was hast du getrieben? Ging unterwegs alles glatt? Und ob. Ordentlicher Verdienst in Lan Exeter. Da sollte ich einen Riesen jagen, der sich als Waldtroll entpuppte. Außerdem Banditen. Banditen? Die gab es zusammen mit dem Trollfreihaus. Was du noch erledigen musst, kann ich dir dabei helfen? Vielleicht. Aber wir reden später darüber. Wir müssen uns die Belohnung holen. Ich hab's eilig. Sagen wir, du hast die Hälfte verdient. Was soll's? Ja. Gehen wir. Warum hat der nur ein Schwert? Die Frage stellt sich mir gerade, warum hat der nur eins? Und? Was sagst du? Wir haben alles Notwendige getan. Jetzt wollen wir unsere Bezahlung sehen. Wartet hier. Ich hole den Aufseher und eure Belohnung. Das machen wir selbst. Kein Grund, den Posten zu verlassen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Geht rein. Wir haben uns um das Monster am Hafen gekümmert. Wir sind wegen der Belohnung hier. Hexer? Seit wann reist ihr zu zweit? Auf einzelne Hexer lauern große Gefahren. Banditen zum Beispiel. Ich rate dir, auf deinen Ton zu achten. Wo ist Yad Karadin? Rede! Wer? Vertrau mir, Geralt. Es ist wichtig. Ich muss etwas herausfinden. Ich kenne keinen Karadin. Nehmt die Münzen und verschwindet, bevor ich die Geduld verliere. Wo ist Yad Karadin? Ich frage dich zum letzten Mal. Wache! In den Kerker mit ihnen! Ich hab nichts gemacht. Ich hab doch aber nichts gemacht. Och, weißt du. Zeit ist zu weit. Mann. Ich
Sprich mit Lambert. Ja, mach ich. Wo ist denn der? Dieser Typ ist mehr Ärger als der Ekima. Karadin ist verschwunden, ich schwöre es. Die anderen auch. Ich weiß nur von Vienne. Was weißt du von Vienne? Sie trinkt im Sieben Katzen. Sie ist Tag und Nacht dort. Siehst du? Du bist doch zu was Nütze. Hey. Das war Mord. War das wirklich notwendig? Ja. Bald tauchen noch mehr Wachen auf. Lass uns verschwinden. Wir treffen uns im Sieben Katzen. Dort erzähle ich dir alles. In der Taverne, wo Vienne ist? Ja, bis später. Was ist denn mit dem falsch? Der ist ja super aggro, der Typ. Gerard, mach das mal Licht aus. Oh, wir haben irgendwas Cooles gerade gekriegt. Noch eine Armbrust, gefällt mir auch ganz gut. Eine Wasserflasche, okay. Wie ist sonst? Da ist noch was. Okay, und da drüben ist noch was. Okay, das ist nichts. Sonst ist jetzt hier aber... Da ist noch eine Kiste. Wir haben irgendwas Cooles gekriegt gerade. Und wenn wir jetzt einmal hier sind, nehmen wir das hier alles mit. Artiststaub. Hier ist nichts. Ja gut, egal. Mal ganz kurz, ich muss mal schauen, was haben wir denn jetzt? Wolf, Stahlwaffe. Oh, schön. Die gefällt mir ganz gut. Aber mir gefällt die, die wir jetzt haben, auch ganz gut. Das ist natürlich was. Was ist denn das? Hose der Erinnerung, achso. 14 Floren. Achso, ja, wir müssen es dann umtauschen irgendwann mal wieder. Erstmal speichern wir ganz kurz und schauen mal, was Lambert da treibt. Wie Geralt schon sagte, das war Mord. Das war nicht zur Verteidigung, er hat ihn einfach umgebracht. Das erstaunt mich doch ein wenig. So, wir gucken aber erstmal ganz schnell ins Klossar nach Charakteren. Ich habe doch Elial jetzt schon zigmal angewählt. So, haben wir was zu Lambert? Lambert. Der jüngste, vielleicht auch der letzte Hexer, Kerr Morhens. Arrogant. Mit sardonischem Humor. Grobe, übertrieben raue Manieren. Für seine Gefährten den Feuern jeder Hölle getrotzt. Okay. So, Lambert, jetzt erzähl mal. Na schön, jetzt bist du mir einige Erklärungen schuldig. Warum hast du Lund getötet? Und worum geht es hier? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Alles. Erzähl mir die ganze Geschichte. Ich hatte einen Freund. Sein Name war Aiden. Du hattest einen Freund? Sehr witzig. Ich habe ihn kennengelernt, kurz nachdem ich den Auftrag hatte, den Fluch vom Oger von Elanda zu brechen. Aiden war beauftragt worden, ihn zu töten. Er war ein Hexer von der Katzenschule. Soweit ich mich erinnere, wurde der Oger letztendlich getötet. Ja, nachdem er meinen Auftraggeber ausgeweidet hatte, blieb uns nichts anderes übrig. Aiden und ich haben uns zusammengetan und uns die Belohnung für den toten Oger geteilt. Danach haben wir häufig zusammengearbeitet. Er war der Beste, den ich jemals getroffen habe. Du weißt, ich mag dich, aber das ist kein Vergleich. Was ist mit ihm passiert?
Vor einiger Zeit hat Aiden einen Auftrag angenommen, einen Fluch zu brechen. Bei der Tochter des Herzogs. War von Anfang an ein politisches Fiasko. Und der Hass auf die Katzenschule kam noch dazu. Sie haben sich diesen Hass redlich verdient. Sie wurden praktisch zu Auftragsmördern. Aiden war nicht so. Jedenfalls hatten einige Höflinge des Herzogs andere Pläne. Wollten nicht, dass der Fluch der Erstgeborenen des Herzogs aufgehoben wird. Also haben einige ausgebildete Mörder Aiden aufgelauert und ihn ermordet. Unser lieber Aufseher war einer von ihnen. Und Yad Karadin? Der Anführer der Meuchelmörder. Er hat ihm den tödlichen Stoß verpasst. Das mit deinem Freund tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, sondern deine Hilfe. Wir müssen mit Vienne reden. Inzwischen müsste sie genügend getrunken haben. Gehen wir. Das war wohl mehr als nur ein Freund. Vienne? Was willst du? Wir suchen Yad Karadin. Und warum sollte ich euch helfen? Meinem Freund hier ist es wirklich wichtig. Und was springt für mich dabei raus? Ich bezahle fürs Erste dein Bier. Dann werden wir sehen, wie wertvoll deine Informationen sind. Ich habe zu Karadins Bande gehört, aber... Oh, wie lange ist das her? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich bin nicht mehr dabei. Außerdem ist er mit seinen alten Kumpeln nicht mehr befreundet. Er soll sich verändert haben. Karadin soll sich verändert haben? Was meinst du damit? Er hat die alten Verbindungen abgebrochen, nimmt keine kleinen Morde mehr an. Er hat sich in einem Loch versteckt, scheint was Großes zu planen. Wer war sonst noch in Karadins Bande? Außer mir? Selyse, Hammond und Lund. Aber die sind in alle Winde verstreut. Selyse ist nach Dreiberg gegangen, Hammond nach Skellige und Lund... Lund ist tot. Endlich hat er seinen Meister gefunden. Dann könnt ihr nur noch Hammond oder Selyse fragen. Diese Selyse, wo finden wir sie? Sie hat sich gut gemacht. Sie führt ein Bordell in Dreiberg, wo die reichen Männer hingehen. Die Huren entlocken ihnen Informationen, die sie dann verkauft. Der Name des Bordells? Die Schwarze Lilie. Schwarze Lilie. Sie hatte schon immer einen schrecklichen Geschmack. Die Schwarze Lilie. Wir brauchen Informationen über Hammond. Früher war er Karadins rechte Hand. Als sich die Bande trennte, ist er zurück nach Faroe, wo er einst herkam. Jetzt ist er Pirat. Selbst die Jarls behandeln ihn mit Respekt. Was ist mit dir? Was ist deine Geschichte? Skoyatel, die Einheit wurde aufgerieben und ich habe mich Karadin angeschlossen. Wir haben mich nie gleichwertig behandelt. Nein. Ich konnte einen Spaß auf 100 Schritt Entfernung treffen. Aber für Karadin war ich nie gut genug. Er hat diese Hure Selyse bevorzugt. Warst du an dem Mord des Hexers Aiden beteiligt? Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Zufrieden? Sie weiß nichts. Wir müssen mit Hammond und Selyse sprechen. Ihr solltet nicht nach Karadin suchen. Wenn er merkt, dass ihr hinter ihm her seid, wird er euch auf der Stelle töten. Das werden wir ja sehen. Und was dich anbelangt. Töte sie nicht. Tu, was du für richtig hältst. Tu, was du für richtig hältst, Lambert. Ich bin nicht hier, um Moralpredigten zu halten. Tu, was du für richtig hältst. Es gibt nur eines, was schlimmer ist als kaltblütiger Mord. Heuchelei. Informanten! Rassisten! Spitzel! Vienne! Zum Teufel, was ist los?
Sie sind hinter mir her, Varen. Ich hab dir gesagt, dass es so kommen wird. Früher oder später. Nessertert. Scheiße. Nein. Komm schon. Gott, verlieren wir die Nerven. Oh, Scheiße. Das war so nicht geplant. Du musst mir helfen, Geralt. Am besten trennen wir uns. Du segelst nach Skellige und versuchst, was aus Hammond herauszubekommen. Ich gehe nach Dreiberg und treffe dort Selyse. Ich würde lieber in den Puff gehen. Lambert, lass uns darüber reden. Nein, das ist eine der Situationen, der ernsten Situationen, wo man keine unnötigen Fragen stellt und einem Freund einfach hilft. Wo treffen wir uns, wenn ich wieder zurück bin? In der Taverne nirgendwo. Gut, bin schon unterwegs. Viel Glück. Aber ich möchte in den Puff gehen. Okay, also das ist, Ich setze meine Hoffnung auf das ewige Feuer. Ich speichere mal ganz kurz zwischen. Das machen wir jetzt nicht. Denn, Weg der Rache. Nee, nicht. Nee, nicht. Nee. Das machen wir jetzt nicht. Ich hoffe, es ist kein... nicht irgendwie zeitmäßig, dass das, Ich muss mal ganz kurz trotzdem noch auf die Weltkarte gucken. Ich weiß nicht, oder machen wir es jetzt doch gleich? Wo müssen wir denn dafür hin? Hier offensichtlich nicht. Oder? Doch. Ja, nee. Also, dann machen wir das nicht. Dann machen wir das später. Schwarze Perle machen wir auch später. Sammle sie alle. Gewinne Oliviers einzigartige Karte. Das könnten wir jetzt noch schnell machen. Spielen wir halt jetzt 30 Minuten. Spielen wir zum Abschluss noch ein bisschen Quint. Weil wir haben ja noch nicht genug Quint gespielt. Ja, huch. Das ist einer der Momente, in dem man einem Freund einfach hilft. Prinzipiell ja, gern. Aber, ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher, ob die Entscheidung richtig war, sie zu töten. Bin mir da wirklich nicht so sicher. Ja, ja, ja. Aber egal, es ist wie es ist. Ja, wir bleiben bei unseren Entscheidungen, die wir getroffen haben. Ordnung muss sein. Vor langer Zeit. Ich war bereit, meine rechte Hand für Sie zu geben. Mein Gott, hier ist viel los, ne? Ich wollte immer eine Frau von Welt sein. Seltsam sieht er aus. Überall hier. Alle am Labern. Navigrad ist so unfassbar groß. Hier weiter. Dann nach rechts hoch. Hier rein, ne?
Sieht so aus. Kredit. Nun, das macht 2 Millionen. Olivier. Eisvogel. Woher kommt der Name? Das war Meister Ritter Sporns Poesie. Der Eisvogel putzte sich prächtig heraus, fiel in die Latrine. Das Märchen ist aus. Kennst du das nicht? Doch. Und auch das über Prinzessin Annie ertrunken im Fluss Fanny. Jedenfalls sind Poeten und Freunde der Literatur im Eisvogel besonders willkommen. Die größten Literaten der Gegenwart treten hier auf. Zeig mir doch erstmal, was du so was hast. Denn heute? Und dann gucken wir mal. Du hast mich auch gefunden, Captain. Skoyatel. Okay, wir sammeln ein bisschen was von der Skoyatel. Das finde ich ganz gut. Und dafür kriegst du gebratenes Fleisch und so ein Zeugs. Guck mal hier. Das, das. Gut. Und dann sollten wir jetzt einfach mal eine Runde Quint spielen. Was hältst du davon? Ich suche einen Mitspieler für eine Partie Quint. Dann bist du hier richtig, mein Freund. Wenn du sofort spielst, setze ich die einzigartige Karte aus meiner Sammlung. Das machen wir. Sicher, spielen wir. Wir bleiben bei unseren. Scheiße, ich fange an nicht. Oh, Monster. Wir haben einen Spion. Das nützt uns nicht sonderlich viel, tatsächlich. Den Vierer mal noch austauschen. Okay. Die blöden Monsterkarten sind halt voll ätzend. Toll, zweimal schönes Wetter. Herzlichen Glückwunsch. Und er passt. Er passt. Das heißt, wir legen jetzt mal Wesemir. Und passen auch. Okay, die Karte bei ihm bleibt liegen. Das sind nämlich diese dummen Dopplerkarten, die dann haben. Ah, ich weiß schon. Legen wir die. Diese scheiß Dopplerkarten gehen mir so auf den Sack. Ich hau jetzt einmal die schöne Wetter hier raus, weil es mir auf den Sack geht, dass ich die da drin habe. Frost gebraucht. Die Frage ist, können wir ihn jetzt noch besiegen? Bin mir unschlüssig. Ich glaube nämlich nicht. Versuchen es natürlich trotzdem und zur Not machen wir es nochmal. Okay, er kracht Wetterkarten raus. Mir seine letzte Karte angucken.
Jetzt ist die Frage, ne, wenn ich jetzt in Sonnenschein reinkrach, ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Und damit gewinnen wir. Geil. Ich habe es jetzt nämlich nicht durchgerechnet. Cool. Hast gewonnen. Die Karte ist dein. Danke. Hast du diese armen Wichte gesehen, die aus Wählen geflohen sind? Oh, sehr cool. Damit haben wir das abgeschlossen tatsächlich. Oh, das ist nicht die Tür. Geralt, das ist die Tür. Damit haben wir den Spaß tatsächlich abgeschlossen. Marquis Serenitz müssen wir noch besiegen. Sammle sie alle. Moment. Mysterium. Nee, Bücher. La 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 la. Ich würde die gern sortieren können, ne? Das wäre cool. Ich wollte nämlich mal nach dem Quint-Buch gucken, ganz schnell noch. Ich will jetzt mal 36 Minuten. Ist gut. Quint. Das Quint-Buch, wo ist es? Quint. In Wählen fehlen uns noch 7. Novigrad 16. Skellige, okay, da waren wir ja noch nicht. Und 27 insgesamt. Wo lebt denn die komische Marquise? Da oben. Gut, müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Ja, ich überlege jetzt halt, ob wir jetzt noch schnell bei der Marquise noch versuchen. In dieser Folge. Dann haben wir dieses Quint erstmal so weit weg. Mit Ausnahme von allen Händlern, mit denen wir noch so rumtüdeln können. Oh, oha, wo sind wir denn hier gelandet? Moment. Hallo, Viola. Marquis. Bevor ich mit deiner. Willkommen in der Passiflora. Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen. Sei gegrüßt. Keine Sorge, ich habe mich seit dem letzten Mal sicher sehr verändert. Und das war. Ach, vor ewigen Zeiten. Du und Meister Rittersporn seid mit 2 Halblingen aufgetaucht. Einfach zum Brüllen, die kleinen Typen. Wir erinnern uns bis heute an diesen Abend. Dann hat die Belegschaft sich seitdem nicht verändert? Natürlich hat sie das. In diesem Geschäft ist das normal. Bollaberta hat einen Kaufmann geheiratet, Ella hat sich selbstständig gemacht und Cerise findest du sicher betend im Tempel. Ich bin die Einzige, die noch da ist. Und? Soll ich die Mädchen rufen? Aber vergiss nicht, das hier ist ein anständiges Etablissement. Lass deine Hände vorerst bei dir. Unsere Mädchen haben gute Manieren. Worüber sie sich unterhalten, ziemlich beängstigend. Ich würde gern erstmal mit dir Quint spielen. Ich wüsste gern, ob du Quint spielst. Sicher, natürlich nur um hohe Einsätze. Ohne Risiko wäre das Spiel überaus langweilig. Findest du? Komm, wir spielen jetzt noch in dieser Folge und in der nächsten gucken wir uns mal deine Mädels an. Mit einer Partie? Aber ja, spielen wir. Die ist bestimmt viel zu stark für uns, aber hey. Sie fängt an, gut. Ach, wie ich das hasse, wenn ich keinen Spion habe, ne? Toll. So richtig schlechte Karten.
Mhm. Wie weit will sie denn noch mitgehen? Ist ja nicht, sie geht wirklich so weit mit. Mach ich nicht. Sie hat ja nur noch zwei Karten. Also wir auch, aber. Ah, sie hat Heiler, scheiße. Erstmal die. Sie passt. Okay, dann würde ich einmal die Anführerkarte legen. Und dann auch passen. Zeig mal, was du noch für eine Karte hast. Sie hat nur noch den Sonnenschein. War nicht so klug, Mäuschen, ne? So weit mitzugehen. Ich verstehe nicht, wie ich verlieren konnte. Diese Karte gehört wohl dir. Danke. Kennst du noch andere Spieler, die um seltene Karten spielen? In Novigrad ist die Sammlung von Sigi Reuven berühmt. Den solltest du herausfordern. Das, ja. Du bist von der vulgären Sorte. Das sehe ich dir an. Zu denken, dass hier eine ganze Garnison stationiert wird. In der freien Stadt Novigrad gesund. Ja, ja, auf jeden Fall, natürlich. Von denen rein gleich macht sich der ganze Stamm. Okay, Geralt guckt sich das Ganze sehr aufmerksam an und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dann schauen wir uns mal an, was sie so zu bieten hat, ne? Ich denke mal, wir kommen hier später nochmal hin, aber hey, wir können ja schon mal gucken, ne? Bis dahin, macht's gut, ciao!